Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Winter Wonderland. Hier schneit es schon kräftig. Wir sind endlich angekommen in Ischgl. Falls du neu auf diesem Kanal bist, ich bin Melanie. Schön, dass du zu mir gefunden hast, wenn du schon auf diesem Kanal warst. Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video. Wir haben uns heute dazu entschieden, noch nicht auf den Berg zu fahren, weil es schneit und wir denken, wir sehen oben nichts und ab morgen soll das Wetter richtig genial werden. Und deswegen fahren wir ab morgen, wir haben ja genug Zeit. Das heißt, wir werden heute ein bisschen in Ischgl rumlaufen, uns Ischgl angucken und mal schauen, was wir da so sehen werden. Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier schon einige Lokalitäten gibt, wo man essen kann oder wo man auch Après-Ski feiern kann. Zum Beispiel der Kuhstall. Das werden wir uns auf jeden Fall mal angucken alles. Oh, ich bin schon wieder aus der Puste. Immer wenn ich ein Video beginne, bin ich aus der Puste. Gestern schon. Das liegt daran, dass wir gerade die Skisachen reingeräumt haben in den Keller. Oh mein Gott, guck mal, wie das schneit. So viel Schnee habe ich das ganze letzte Jahr nicht gesehen. Oh, das sind Flocken, das könnt ihr glauben. Ja, auf jeden Fall fahren wir morgen das erste Mal mit dem Lift auf den Berg hoch. Und dann geht's ab. Wow, ich zeige euch jetzt immer noch ein bisschen, wie es schneit. Und dann geht der Tag los. Ischgl, let's go. Da hinten ist der Lift. Oh, glatt wie Sau. Haben den Lift schon gefunden. Boah, es schneit unaufhörlich. Geht's ab, Kuhstall. Es hat jetzt innerhalb von 3 Stunden hier so viel geschneit, jetzt hört es gerade mal auf, dass die Straßen alles komplett matschig sind. Und wir sind hier mit unseren Sneakers rumgelaufen, sodass wir jetzt erstmal beim Intersport rein sind und richtige Winterschuhe gekauft haben. Vorher sind wir nur rumgerutscht hier. Das war nicht schön und die Schuhe sind auch bei Zeiten durch und nass. Deswegen jetzt richtig Winterschuhe. Da ist schon voll die Action. Hier ist die andere Liftstation. Die geht dann da hoch. Und die geht noch höher. Mehr sieht man jetzt aber nicht. Und hier kommen die ganzen kleinen Leutchen runter. Okay, läuft. Ja, wir sagen, wenn ich so hoch fahre. Achtung, gefährliches Wegstück. Benützung auf eigene Gefahr. Ist das nicht wunderschön? Hello, Ischgl. Hier ist wieder der andere Lift. Der geht da hoch, sieht man gerade nicht. Und das fährt Après-Ski. Das ist nicht eine Aussicht. Voll cool. Love it. Mmh. Boah, das ist echt ein Burger. Richtig cool. So sieht Heiligabend in Ischgl aus. Der Schatzibaum. Der Schatzibaum. Bei uns zu Hause haben wir einen Tannenbaum, aber keinen Schnee. Hier haben wir Schnee, aber keinen Tannenbaum. Tausch.
ist das cool hier drinnen. Richtig genial. Wir haben heute übrigens schon die Tickets für morgen geholt, die Liftpässe für 5 Tage und ich freue mich richtig am Morgen, denn morgen können wir auch da hoch. Das macht richtig neidisch. Jetzt wird's nobel, da ist eine Champagnerhütte. Und das Coole ist, da ist der Lift. Und hinter diesem großen weißen Gebäude kommen wir da mit die Skier raus und können gleich schon wieder was atmen und können gleich da ranfahren. Das ist das Hotel, wo wir sind. Jetzt gehen wir mal hier rein. Champagnerhütte. Hier sieht einfach alles so schön aus. Wo fahren wir ein? Da oben ist ein Bär. Wow, echt schön. So feiert man ab, hier schien der Trofane ein. Echt urig und gemütlich hier drin. So, wir sind wieder zurück im Hotel. Wir sind heute durch Ischgl gelaufen, haben uns den Ort angeguckt, haben schon mal in die ein oder andere Après-Ski-Bar reingeschaut. Und wir haben viele Eindrücke für euch mitfilmen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr kennt das Spiel, lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen netten Kommentar. Abonnieren ist kostenlos, dann verpasst ihr die folgenden Ski-Vlogs nicht, Ischgl-Vlogs nicht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!